Also ich möchte noch mal sagen, wir fressen uns natürlich nicht nur durch. Wir kaufen auch alles. Guten Morgen. Hallo. Es ist wieder sehr früh, 7:30. Wir sind auf dem Weg zur Bahnstation, weil wir jetzt nach Kyoto fahren. Das ist ja nicht besonders weit von Osaka. Und dort verbringen wir heute den Tag. Gehen zu einem Must-See-Tempel, den Seda noch sehen muss, der Kiyometsudera. Der ist einer der größten Sehenswürdigkeiten in Tokio und auch sehr, sehr schön. Und da war lange eine Baustelle und das ist jetzt, glaube ich, weg, hoffe ich. Aber ja, das war wohl mehrere Jahre verkleidet, das eine Gebäude, und das ist jetzt nicht mehr so. Und da begeben wir uns jetzt hin und haben dann einen schönen Tag in Kyoto. Wir sind in Kyoto angekommen und laufen jetzt zum Tempel. Und hier ist eine Hello Kitty Bahn. Damit sind wir gerade gefahren und es ist alles im Hello Kitty Style. Japanisches Streetfood probiert. Es gibt verschiedene Sorten. Alles Fisch, also man muss Fisch mögen. Das ist Krabbe. Ich habe auch schon einen ganzen Teil gegessen, aber ich kann euch das mal einblenden. Das ist halt, das sieht sehr interessant aus. Und das möchte ich so nicht im Video essen, bevor irgendwelche komischen Bilder entstehen und Quatsch mit diesem Video gemacht wird oder so. Hier ist das Angebissene. Ich möchte nur dazu sagen, es ist super lecker. Also ich glaube, alle Sorten, die man hier so streetfoodmäßig essen kann, mit so Spießen, ob Fisch oder Fleisch, das ist immer sehr, sehr, sehr lecker. Es hat jetzt 400 Yen gekostet, also es ist auch nicht extrem günstig, aber es ist ein super Snack und man kann das sehr gut essen. Approved. Eine Gurke. Eine eingelegte Gurke mit Zitrone? Ja. Wir filmen nicht, wie du das probierst, aber man kann das ja mal zeigen. Die Gurke, es ist einfach eine Gurke, eine eingelegte ganze Gurke. Mit Zitrone eingelegt. Genau. Und es ist sehr beliebt. Es knuspert. Und das ist auch, es hat auch ein anderes Aroma. Okay, das ist richtig lecker. Ja? Schmeckt noch ein bisschen nach Soja, Zitrone auf jeden Fall. Und ist noch super knusprig. 250 Yen, ne? Hat sich gelohnt. Ja. Wir haben ein kleines süßes Restaurant entdeckt. Wir warten jetzt gerade hier auf ein schönes Restaurant. Und wir haben ein bisschen Kram geshoppt nebenan. Ein paar Souvenirs zum Beispiel. Ein paar Souvenirs. Und zeig mal bitte ganz kurz, wie schön das verpackt ist. Was ist das bitte? Die Tüte ist schon ein Geschenk. Ja. Oh, die Lesezeichen. Oh ja, das sind die Lieblinge hier. Boah, ich liebe es. Ich liebe es auch. Und so günstig. Ja, sehr günstig. Ich glaube, ich brauche noch ein paar davon. Noch mehr Lesezeichen. Oh.
würfelst jetzt erstmal den Tofu und die Sachen. Genau. Mit dem Ding in deine Schüssel. Zeig doch mal, wie glücklich ich bin. Ja. Oh. Glücklich. Because. Das ist ein Tofu. Wir sind gerade in Kyoto in einem Laden, in dem wir Tee trinken können. Am Eingang wird einfach Tee verteilt und man kann hier diese Dinger testen. Hier sind Zahnstocher, da ist, also eigentlich sollte da die Sorte stehen. Ich glaube, das ist Strawberry. Ja, ja. Das schmeckt auch sehr lecker. Habe ich eben auch probiert. Ich mag unseren Nachtisch heute sehr. Ja, das ist unser Nachtisch. Das ist Schokolade, oh mein Gott. Ist das Schokolade? Da steht da. Ich meine, oh mein Gott. Egal. Tschüss. Oh nein, ich habe zwei. Oh nein. Aber das ist nicht süß. Das schmeckt aber sehr lecker. Das ist sehr lecker. Das ist wie Nutella. Das schmeckt schwarz. Wie Crepe. Das schmeckt wie Crepe. Genau. In kalt. Oh, schwarzer Sesam. Oh mein Gott. Das ist. Okay, ist nicht meins. Da steht nichts. Ich glaube, da muss man halt testen, was es ist. Das will ich nicht. Das sieht nach Schokolade aus. Ich nehme gleich. Könnte Schokolade sein. Aber ich muss das testen, um zu wissen, ob das wirklich Schokolade ist. Warum nimmst du jedes Mal doppelt? Ja, gib mir mal ein bisschen was auf die Hand. Einmal davon und einmal von dem anderen. Das schmeckt wie Puffreis mit Schokolade. Ja. Ja. Puffreis. Es gibt auch Matcha. Das muss ich echt holen. Siehst du? Okay. Kannst du deine Hand nochmal aufmachen, damit ich das da reinlege? Danke. Dann geht das in meinen Magen direkt. Warte, dann machen wir zwei. Nein, das war noch nicht erst. Achso, okay. Lass ich alles erst. Das schmeckt bestimmt wie Jogurette oder so. Das schmeckt super lecker. Mmh. Das nehme ich alle Sorten einmal mit. Kannst du die einmal geben? Die meine ich, die sind langweilig. Ja, egal. Aber der Laden ist geil, oder? Ne? Ich liebe die. Warte, halt die Hand auf, bitte. Danke. Ich sagte gerade noch, ich mag die nicht, aber ich dachte. Aber kann ja sein, Geschmäcker ändern sich. Das schmeckt gut. Ich finde das immer noch scheiße. Ich finde es lecker. Also, die? Auf jeden Fall. Mhm. Was ist das? Sie sollen das mal aufmachen. Frag mal. Oh Gott, Frau Bibis, warum sind wir so? Chocolate Banana. Okay, das hört sich gut an. Oh mein Gott. Das ist unfassbar lecker. Oh mein Gott, das ist der Favorit. Boah, ist das super lecker. Mhm. Ganz ehrlich, wie viel wiegt denn so eine Packung? Ich muss halt an mein Gepäck denken. Du bist schon längst drüber, meinst Nein. du nicht auch? Nein. Doch, glaube ich schon. Nein. Also, ich möchte nochmal sagen, wir fressen uns natürlich nicht nur durch. Wir kaufen auch alles. Ja. Das sind die ersten. Ich werde von allen drei jeweils kaufen für alle Geschwister. Chocolate Banana. Ja. Die Matcha dreimal. Dann irgendein Matcha-Ding und dann noch diese Matcha-Kekse hier. Ja, okay, sie sind schon weg, aber diese Matcha-Kekse. Also es wird auch was gekauft. Wir gammeln uns nicht ganz durch. Wir gammeln uns, sagen wir mal, zu 60% durch. Nein, weniger. Ja, dann weniger. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass mein Magen einfach so ein bisschen zu klein ist. Wir können jetzt zurückkommen. Nein, wir laufen jetzt nicht so. Wir müssen entweder jetzt oder gar nicht. Okay, ja dann mache ich die Kamera nochmal aus. So, wir haben tatsächlich auch eine volle Tüte. Und wie viele Packungen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott, ich muss noch eine Packung holen, damit das 10 Packungen sind. Ja, wir haben ja Tee, plus Tee. Dann aber nein, ich meine für meinen Kopf. Ich weiß. Aber. Ich meine, das passt jetzt nicht mehr. Diese Restsalat. Also, wir haben 9 Packungen schon mal mitgenommen. Ich glaube, ich stelle mich gleich an und hole noch eine. Oder warte mal, das kann eigentlich nicht sein. Wir haben ja noch Taschen als weiteres Item, als weitere Packung. Okay, dann ist es Tee. Hier gibt es Tee. Hier kann man Tee einfach nehmen. Der Laden ist toll.